Guten Ja, Morgen. guten Morgen. Ihr seht aber auch angut aus. Danke. Wir überlegen gerade, wer von uns die letzte Nacht am wenigsten geschlafen hat. Ich. Ralf kann, glaube ich, mit 30 Minuten dienen. 30 Minuten habe ich geschlafen, ja. Wow. Ich lege mich gleich erstmal hin. Ja. Oh mein Gott. Schlag ich vor, fangen wir ganz einfach an. Ja, wie lange machen wir ungefähr? Eine Stunde. Wenn du früher weg musst, dann sagst du einfach, ich muss früher weg, dann bin ich halt mit dem Kay alleine. Ach so, ja, Stunde schaffe ich wirklich nicht. Dann schlafe ich ein. Wir gucken einfach mal. Wir gucken einfach mal. Ja. Sonntag, 19. November 2023. Willkommen bei In Dubio, dem Podcast der Akte des Guten. Mein Name ist Gerd Bührmann. Am 12. November 2023 schrieb der Medienanwalt Ralf Höcker auf X einen Bericht über Gewaltexzesse und homophobe Pöbeleien durch sogenannte Männergruppen auf einer schwulen Partymeile in Köln. In dem Beitrag heißt es: Auf der schwulen Kölner Partymeile Scharfenstraße zogen gestern zum Karnevalsauftakt am 11.11. sogenannte Gruppen junger Männer umher und pöbelten Schwule an, die sie als zu feminin aussehend betrachteten. In die Bars kamen all diese Typen nicht hinein. Die Straße ist ein Hochsicherheitstrakt geworden. Einer der Wirte berichtete mir, dass mehrere der Männergruppen ein Nein der Türsteher diesmal nicht akzeptierten. Man muss dazu wissen, dass die Türsteher erst nach 2015 eingeführt wurden, weil das Ausmaß an Gewalt und Eigentumskriminalität auf der Scharfenstraße untragbar wurde. Für die Feiernden sind die hohen Kosten der Abschirmung im schwulen Partyghetto schon jetzt eine riesige Belastung. Denn natürlich müssen die Wirte die Kosten des enormen Aufwands umlegen. Ein Zutrittsbändchen kostete gestern 20 Euro. In der Hauptkarnevalswoche musste jeder Besucher der Straße sogar bis zu 50 Euro Schutzgebühr bezahlen, um dort sicher feiern zu können. Schöne, neue, schwule Welt. Und der Verfasser dieser Zeilen ist heute bei mir. Hallo Ralf! Hallihallo, guten Morgen. Und Ralf, ich habe mir gedacht, ich lade als weiteren Gast einen Mann ein, mit dem wir vor ein paar Wochen richtig viel Spaß in Köln hatten. Denn er ist Entertainer und ist im Senftöpfchen aufgetreten und dort waren wir beiden zu Gast. Sein Name ist Kay Ray und ich hatte richtig Spaß in seiner Show. Ich habe mich endlich wieder gefühlt wie in alten Zeiten. Also ich war nicht in der schönen neuen schwulen Welt, sondern in der verrückten alten schwulen Welt, in der man über alles und jeden lachen kann, wo es nichts gibt, was nicht offen ist für Travestie. Es gibt nichts, das nicht verarscht werden kann. Wir saßen dort mit den verschiedensten Leuten. Es war eine wirklich diverse Gruppe. Und ich meine wirklich divers, weil wenn man heute das Wort divers hört, kriegt man da direkt eine Krise und denkt, ach du meine Güte, aber das Publikum da war wirklich divers. Zum Beispiel, es gab dort ein wirklich unverschämt gut aussehendes heterosexuelles Paar. Und darüber hat sich natürlich Kay Ray den ganzen Abend lustig gemacht, aber es saßen auch sehr viele Schwule dort und deswegen gab es auch sehr viele Witze über Schwule und es gab keine Grube, die zu tief war, als dass Kay da nicht gerne mit Begeisterung hineingesprungen wäre. Unser Freund Ali Utulu war da, türkischer Ex-Muslim. Es gab also viele Witze über Türken, über Muslime. Es war eine Rollstuhlfahrerin da, die wohl auch ein Fan ist von dir, Kay. Die war völlig begeistert, dass natürlich auch sie als Rollstuhlfahrerin immer wieder Thema deiner Witze war. Es war ein Junggesellenabschied da, drei rotzbesoffene Männer, die einfach die ganze Show durchgeschlafen haben, bis auf die Ausnahmen, wo du die dann geweckt hattest und dann konnten die auch etwas rotzbesoffen noch beitragen zu der ganzen Show. Es war ein wilder Ritt, es war eine großartige Show. Ich habe mich sehr wohl gefühlt und ich freue mich, dass du heute auch da bist. Hallo, Kay.
Hallo, mein Lieber, vielen Dank für die Laudatio. Kann ich gleich ein bisschen Werbung machen? Die nächste Show dieser Art im Senfkörbchen findet statt am 25. November. Ah, Ja, das und ist wir waren tatsächlich sehr divers. Diversität ist das Wort der Stunde. Also Ralf, dann fangen wir an und sprechen erstmal über die Schafenstraße, über den Hochsicherheitstrakt, wie du die Schafenstraße heute bezeichnest. Und das ist ein sehr interessantes Wort, weil für Jahrzehnte war die Schafenstraße ein sogenannter Safe Space, also ein Ort, wo Homosexuelle sich sicher fühlen können. Aber aus dem Safe Space, aus dem sicheren Raum, ist jetzt ein Hochsicherheitstrakt geworden, wo man richtig viel Geld für ausgeben muss, damit man als Homosexueller heute überhaupt noch feiern kann, wo sich ja direkt die Frage stellt, ist heutzutage Schwulsein nur noch im Hochsicherheitstrakt möglich? Ist es wirklich so, dass ich Geld ausgeben muss, um noch sicher als homosexueller Mann leben zu können? Ist das die Welt, in der wir leben? Ist das wirklich so, Ralf? Ist das so? Ja, ganz genau so ist das. Wenn man auf der Schafenstraße unterwegs ist, dann gibt es dort seit einigen Jahren, seit 2017 genau gesagt, Türsteher. Das heißt, Leute, die darauf aufpassen, wer in die Bars reingeht oder besser gesagt, wer nicht reingeht. Und bei Großveranstaltungen rennen derart viele von denen rum, auch auf der Straße, dass die hohen Kosten natürlich umgelegt werden müssen auf die Besucher. Und das war dieses Jahr am 11.11. 20 Euro einfach mal pauschal pro Gast, der auf die Straße kam. Dafür kriegte man so ein Bändchen, dafür gab es kein Getränk, dafür gab es gar nichts außer Sicherheit. Was heißt außer Sicherheit? Das ist ja schon mal eine ganze Menge. In der Hauptkarnevalswoche kostet sowas 50 Euro, was nicht für jeden einfach so leistbar ist, natürlich. Und wie gesagt, man kriegt dafür nicht etwa ein Kölsch oder so. Man kriegt einfach nur das Bändchen, mit dem man dann dahin gelassen wird. Und damit werden dann die Türsteher bezahlt, die aber auch tatsächlich wirklich definitiv notwendig sind. Ohne die würde es dort keinen Spaß mehr machen. Mit ihnen, na gut, das ist natürlich so eine Sache. Hat man Lust darauf, von lauter Schränken umstanden zu feiern, die grimmig gucken, aber es geht nun mal nicht mehr anders. Das haben wir ja nun wirklich in den letzten Jahren feststellen müssen. Wenn man sagt, es geht nicht mehr anders, heißt das, dass das mal anders möglich war. Kay, deine Shows waren schon vor 20, 30 Jahren genauso wild, wie sie es heute sind. Und dennoch habe ich das Gefühl, dass du heute gefährlicher lebst als vor 20, 30 Jahren. Ja, natürlich. Also es werden auch Schläge angedroht. Also du bekommst ja auch Mails, wenn du falsche Witze machst. Also dir wird massiv gedroht. Also, aber von allen Seiten, muss man jetzt auch mal sagen, wird man bedroht. Ich bekomme Mails wie, du bist jetzt Nazi, weil ich eben die gleichen Sachen ausspreche, wie die ich sonst auch ausgesprochen habe. Das hat sich einiges getan. Zum Negativen hin. Aber ich finde einfach, dass man das Übel bei der Wurzel packen muss. Und man packt ja das Übel nicht bei der Wurzel. Statt dass man benennt, wer denn diese Täter sind, also diese Mailschreiber sind zum Beispiel linksgedrehte Idioten von der Antifa oder Leute, die sich dafür halten. Viel Gewalt geht ja eben auch von den Muslimen aus. Und dann wird aber immer, es wird dann immer gesagt, ja, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir kein falsches Bild erzeugen. Und wir müssen dann immer uns distanzieren von denen. Es sind ja nicht alle Täter. Nee, darüber reden wir ja nicht. Wir reden halt über Täter. Ich habe vor einem Jahr mal einen Brief über, ich sage zu Muslimen gerne Moslems, weil die sich auch immer gerne aufregen. Und ich habe mal von so einem Moslem in Hamburg auch eine Mail bekommen, weil der sich über meine Witze beschwert hat. Und Gott sei Dank ist man ja mittlerweile schon, hat man ja einen Waffenschrank, wie man darauf reagieren soll. Ich habe zurückgeschrieben, das ist eben der Unterschied zwischen Ihrem Herkunftsland und dem Land, in dem Sie jetzt leben. Hier darf man solche Witze machen und die mache ich auch weiter. Aber um vielleicht so einen kleinen Einstieg zu geben, auch was mich tatsächlich wirklich nervt, ist, es wird einfach nicht beim Namen benannt. Wenn ich Jens Spahn jetzt höre, der in einer Talkshow sagt, er sei nicht queer, sondern er sei schwul, dann frage ich mich, wofür brauchen wir denn dann den Queer-Beauftragten? Ich glaube, wir drei sind uns alle einig, dass wir keinen Queer-Beauftragten brauchen, weil der sowieso, der tut dann lieber was für Georgine Kellermann, aber der tut nichts gegen 50 Euro Sicherheitseintrittsgeld in der schwulen Meierle, weil da Muslime rumlaufen, die uns nicht wohlgesonnen sind. Ich habe ihn übrigens einkopiert. Er hat die
die Markierung offenbar entfernt. Also vermute ich jedenfalls, vielleicht irre ich mich, aber man kann ihn jetzt nicht mehr anklicken, wenn man in meinen Tweet geht. Ich habe ihn einkopiert, weil ich mir dachte, das ist doch wirklich ein Thema für den Queer-Beauftragten. Ich würde auch sagen, ich bin nicht queer, ich bin schwul. Ich weiß gar nicht, was queer ist. Das ist mir auch fast völlig wurscht. Also soll ich es dir Tatsache erklären? ist, Ich kann es dir erklären, um was queer ist. Himmels Willen, ja, wenn es unbedingt sein muss, bitte. Also queere Menschen sind der Meinung, dass das System, das sind nämlich auch eigentlich System, Leugner, das sind Leute, die sagen, das System ist einfach falsch. Queere Leute sind der Meinung, sie haben eben einen anderen Geschmack, sie lieben alles bunt und vielfältig, sie leben in einer anderen Welt und sie haben entfernt sich vom Spießertum, der Heteronormalität. Also queer zu sein ist ein Lebenswandel, also bunt, vielfältig, alles Mögliche und eben nicht alles, was Heterosexualität ausmacht, ist das eben nicht. Und dazu gehört eben auch der Lebenswandel. Dazu gehört ein Kronleuchter mit Barbie-Puppen und eine Torte mit Glitzer drauf und Einhornkuscheltiere. Das alles ist queer. Und das alles sind ja viele Schwule nicht. Ich zum Beispiel auch nicht. So, und ich habe auch keine Lust, mich mit irgendwelchen Leuten in einen Topf werfen zu lassen, mit denen ich gar nichts zu tun habe, die ich gar nicht kenne, wo ich gar nicht weiß, wer die eigentlich sind. Das mache ich nicht, das will ich nicht. Und wenn man mir dann vorwirft, dass das, was weiß ich was, feindlich ist, dann kann ich dazu nur sagen, wenn alle anderen sich identifizieren dürfen als das, was sie sein wollen oder was sie gerade fühlen, dann darf ich das wohl auch. Und ich identifiziere mich nicht als queer. Ich weiß, und wie gesagt, nicht einmal genau, was es ist. Aber wie auch immer, wir haben diesen Queerbeauftragten und ich habe ihn einkopiert. Ich habe ihm also gesagt, guck doch mal hier, da ist so eine schwule Feiermeile. Ganz früher war es dort und überall in der schwulen Szene so, dass wenn man in eine Bar gehen wollte, da musste man mal klingeln und dann ging vielleicht eine Klappe hoch und dann guckte von draußen drinnen einer nach draußen, ob der da vor der Tür steht, irgendwie gefährlich sein könnte oder nicht oder ob der dazugehört. Und wenn man dann Einlass bekam, dann war man in der Regel in irgendeinem plüschigen, samtigen, merkwürdigen Lokal, wo kitschige Musik gespielt wurde. Und dann fühlte man sich da furchtbar wohl und alle gehörten irgendwie zusammen. Aber die Außenwelt blieb halt außen. Die Fensterscheiben waren natürlich zugeklebt oder zugemauert, sodass auf keinen Fall irgendjemand von draußen nach drinnen gucken konnte. Man konnte aber auch nicht von drinnen nach draußen gucken, was auch nicht schön ist. Also, das war die Vergangenheit, so war die schwule Szene. Total abgekapselt mit Zugangskontrollen, Sicherheit, was natürlich damit zu tun hatte, dass man unter sich sein wollte, dass man keinen Einblick gewähren wollte, dass man aber auch Angst hatte vor Übergriffen. So, das änderte sich alles nach meiner Wahrnehmung um 1990 rum. Da bröckelte das jedenfalls bei uns in Köln. Die Läden machten plötzlich die Fenster auf. Es gab auf einmal Türen, die ständig aufstanden. Man konnte da reingucken von außen, man konnte reingehen. Es war alles offen und schön und wunderbar. Und das funktionierte ganz großartig. 25 Jahre lang. Ein Vierteljahrhundert konnte man nicht völlig ohne jede Probleme, das ist auch übertrieben, aber doch weitgehend ohne Probleme fröhlich feiern. Man konnte von Bar zu Bar gehen, und es passierte nichts. Man musste keine an Türstehern vorbei. Man musste auch nicht für Sicherheitsbändchen irgendwas bezahlen und all so ein Quatsch. Man konnte einfach Spaß haben. Das änderte sich tatsächlich im Jahr 2015. Auf einmal ging es also los oder wurde es viel, viel schlimmer, dass jeden Abend, ich sage jetzt immer Männergruppen, auch manchmal einzelne Männer in diesen Bars unterwegs waren und Ärger gemacht haben. Sie haben Frauen angepatscht, die da rumrannten. Es gibt ja immer, jeder Schwule kennt das, diese Gabis, die mit Schwulen feiern wollen, weil sie meinen, das macht viel mehr Spaß als mit Heteromännern. Und die wollen dann da auch ihren, wie man das früher nicht nannte, Safe Space haben. Aber das kommt aus das Gleiche hinaus. Sie wollen also nicht angebaggert werden, sagen sie jedenfalls. So, die wurden dann aber angebaggert auf einmal und wurden angetatscht. Es kam immer wieder auch zu ernsthaften, tatsächlich strafbaren Sexualdelikten. Es kam zu Taschendiebstählen, Handydiebstählen und vor allem auch zu Gewaltkriminalität. Ich habe das sehr, sehr intensiv 2 Jahre lang miterlebt und ohne Übertreibung im Grunde genommen jedes Wochenende diese Dinge erlebt. Und ich habe das Freunden und Bekannten damals erzählt, unter anderem auch unserer guten gemeinsamen Bekannten Birgit Kelle. Ich bin mal mit ihr dahin. Ich habe gesagt, wenn wir da jetzt hingehen, wirst du Gewaltkriminalität durch Männergruppen
Leben, erleben, du wirst sie sehen. Und es ist genau so gekommen. Und das habe ich x-fach mit Leuten gemacht. Ich habe noch tonnenweise Videos, Fotos von dieser Zeit, wo wir mit mehreren Leuten solche Taschendiebe und Grabscher festnehmen. Ich bin x-fach vor Gericht als Zeuge aufgetreten. Einige sind auch in den Knast gewandert. So, das ging bis 2017 und dann wurde es den Wirten zu bunt. Dann haben sie einfach eingesehen, dass man so nicht mehr weitermachen kann, dass diese Offenheit, die wir 25 Jahre lang hatten, dass die einfach vorbei ist, vorbei sein muss, dass man die Tür nicht mehr einfach aufmachen kann für jeden. Und dann wurden eben diese Türsteher eingeführt. Und seither ist es so, dass man eben nicht mehr einfach so da reinkommt. Und diese Türsteher, die selber meistens, also fast alle eigentlich aus einem Migrationshintergrund haben, die haben einen guten Blick dafür, wer Ärger macht und wer nicht Ärger machen will, wer zum Feiern da ist. Und natürlich kommen auch viele, um das ganz klar zu sagen, es gibt viele arabische, türkische Schwule, die sehr gerne und oft in diesen Bars feiern gehen und die auch selber sagen, wir haben keine Lust auf, ja, auf die Landsleute, die hier Ärger machen. Aber die gibt es nun mal und die kommen eben jetzt nicht mehr einfach so in die Bars. Seitdem ist es in den Bars ruhig und friedlich, einigermaßen, nicht immer, aber es ist wieder ungefähr so wie früher. Und draußen geht es dann halt ab. Vor allem im Sommer, wenn man vor den Bars steht, da knallt es dann halt schon mal. Und ja, so war es jetzt auch am 11.11. Ich habe eine solche Situation beobachtet, habe das zumindest am Ende noch dokumentiert per Video und habe dann erfahren, dass es an diesem Abend wirklich Versuche gab, von mehreren Personen in die Bars reinzukommen. Und die Türsteher mussten sich massiv dagegen wehren. Sie konnten die Sprache der Angreifer sprechen, zum Glück, das war ganz gut. Aber gebracht hat es auch nicht viel. Es wurden zwei Türsteher so schwer verletzt, dass sie rettungsdienstlich behandelt werden mussten. Und da habe ich dann mal diese beiden Punkte gedanklich zusammengeführt. Ich habe einfach gemerkt, okay, man wird auf der Straße vor den Bars, wo man eigentlich auch feiern möchte, gerade an Karneval oder im Sommer, man ist da nicht sicher, man wird da dumm angegangen, man wird dumm angepöbelt und jetzt versuchen sie sogar in die Bars zu kommen und machen das sogar mit einer Gewalt gegen die Türsteher, die so groß ist, dass zwei ins Krankenhaus mussten. Das hat mir dann doch zu denken gegeben, weil es eine neue Entwicklung ist. Wenn das so weitergeht, man muss sich ja mal vorstellen, die Türsteher, ich weiß nicht, was die da kriegen, vielleicht 2 € über den Mindestlohn oder sowas, die müssen den Kopf hinhalten für die schwule Szene. Und vielleicht haben die irgendwann auch keine Lust mehr dazu. Oder vielleicht gibt es irgendwann zu viele Leute, die da rumrennen und in die Bars wollen und Ärger machen. So viele, dass man sie eben nicht mehr alle abwehren kann oder nur noch mit solch enormen Zahlen von Türstehern und Kosten für die Besucher, dass es nicht mehr finanzierbar ist. Also ich sehe hier tatsächlich eine Feierkultur in Gefahr, in ernsthafter Gefahr, die sich entwickelt hat, die aufgeblüht ist in den 90ern, die wirklich wunderbar war und die jetzt Stück für Stück abgebaut wird. Wen es nicht kümmert, das ist der Queerbeauftragte, Herr Lehmann, Sven Lehmann von den Grünen. Den habe ich, wie gesagt, einkopiert. Von ihm kommt keinerlei Reaktion dazu. Das ist das Übliche. Wären es klassisch Nazis in Springerstiefeln gewesen, hätte er sicherlich was gesagt, aber es waren die falschen Täter. Das ist eben das Problem. Und darum macht er nichts. Andere, und damit schließe ich auch schon mal meine ziemlich langen Ausführungen, andere haben sich schon vor Jahren geäußert. Jürgen Domian zum Beispiel, der bekannte WDR-Talker, der SPD-Mitglied ist seit Jahrzehnten, hat schon vor 5 oder 6 Jahren genau diese Zustände beschrieben auf der scharfen Straße und hat gesagt, das kann nicht sein. Schwule können nicht mehr einfach so Hand in Hand durch die Stadt gehen, so wie das früher in den 90ern üblich war. Man konnte gar nicht mehr durch die Stadt gehen damals, ohne schwule Paare oder lesbische Paare knutschen und Händchen halten zu sehen. Das gibt es nicht mehr. Das ist aus dem Straßenbild verschwunden. Und es ist nicht verschwunden, weil überall Nazi-Horden stehen und Heil Hitler schreien und die Schwulen klatschen. So ist es leider nicht. Oder so ist es zum Glück nicht, aber es sind andere Täter.
Kay, das, was der Ralf da beschrieben hat, dieses Verschwinden eines Lebensraumes, ein Raum, der vor 20 Jahren noch selbstverständlich war, ist ja das Verschwinden eines Lebensraumes, wo du dich heimisch fühlst. Diesen Raum brauchst du, um als Kunstfigur, um als Mensch überhaupt existieren zu können. Es geht also, ohne zu übertreiben, um deine künstlerische Existenz, oder? Ja, natürlich. Natürlich geht es darum, aber ich finde einfach es so interessant, dass wir immer um den Brei herumreden. Mich nervt es einfach, dass du in einem Witz, ich versuche ja mit meinen Witzen Freiheit und Offenheit, den Meinungskorridor offen zu halten, die Freiheit der Kunst groß zu halten. Und ich verstehe nicht, warum, wie Ralf sagt, seit den 90ern, da war es tatsächlich wirklich anders. Und ich kann das alles unterschreiben, was Ralf sagt. Ich verstehe nicht, warum, wenn wir diese Probleme mit diesen Leuten haben, warum es nicht benannt wird. Ein Kollege von mir, der sich nicht in so kleinen Kreisen aufhalten muss wie ich habe ja eher die kleineren Bars und die kleineren Bühnen, aber der Kollege, der die großen Bühnen und die großen Fernsehsender bespielt, heißt Harpe Kerkeling, der gesagt hat von Berlin, er zieht jetzt von Berlin nach Köln, weil er in Berlin sich nicht mehr sicher fühlt. Er hat aber auch nicht benannt, wo das Problem ist. Warum fühlt er sich denn nicht sicher? Es wird einfach immer verallgemeinert und das Thema nicht beim Namen genannt. Und es sind tatsächlich auch diese Horden von Moslems, die dann da durch die Gegend laufen und unsere freiheitlichen Gefühle, was eben Homosexualität und freies Leben, was sie nicht akzeptieren wollen und können. Und dazu muss man wieder sagen, es sind natürlich immer nicht alle, aber wir müssen ja nicht über die reden, die es nicht sind, sondern müssen über die reden, die es sind und die Leute, die dafür verantwortlich sind. Und dazu gehört für mich der Queer-Beauftragte, Herr Lehmann, der sich dazu nicht äußert. Und warum äußert er sich denn nicht? Vielleicht könnten wir das auch mal auf den Punkt bringen. Dann lass uns mal ganz deutlich darüber sprechen, wo das Problem ist. Und das Problem ist auch in dem Weltartikel, der über Ralf Höckers X-Beitrag berichtet hat. Denn dort steht, auf einem Video, das er drehte, sind die drei angeblichen Täter zu sehen. Sie wirken allesamt südländisch. Und da habe ich gedacht, oh, Südländer, wir haben ein richtiges Problem mit Griechen, Italienern und Spaniern. Was ist denn mit denen nicht in Ordnung? Mit denen ist alles in Ordnung, weil es nicht um Südländer geht. Es geht nicht darum, welche Hautfarbe die Täter haben, sondern woran sie glauben. Und das ist der Islam. Und da wollen die Leute nicht ran. Und ich verstehe es nicht, weil ich kenne Kays künstlerische Geschichte. Also wenn etwas in seinem Theater immer wieder durch den Kakao gezogen wurde, dann auch das Christentum. Warum behandeln wir den Islam anders, obwohl der Islam gerade, Entschuldigung, wenn es um Gewalt geht, die gefährlichste Religion der Welt ist? Ich habe dafür keine Antwort. Ich habe dafür keine Antwort. Ich frage mich das schon lange. Seitdem wir diese Multikultur-Turbulenzen hier haben, ich frage mich das lange, warum sich da keiner drum kümmert. Ich glaube, dass es für das gesundheitliche Wohlergehen besser ist, sich über Christen als über Moslems lustig zu machen. Das ist jedenfalls mein Eindruck. Also die Gefahren sind schon, also ich habe noch nicht von christlichen Fundamentalisten gehört, die sich irgendwo in die Luft sprengen oder Leuten die Kehle durchschneiden. Also das sind natürlich jetzt extreme Beispiele, aber es gibt sie nun mal. Es gibt Karikaturisten, es gibt Comedians, die Opfer geworden sind. Journalisten und wie gesagt, nicht von christlichen Fundamentalisten. Ich glaube, weil die Angst berechtigt ist und manchmal auch, weil tief drinnen man weiß, dass der Islam doch nicht zu uns gehört. Man kann sich über das Christentum lustig machen, weil man irgendwie weiß, es ist Teil unserer Familie. Wir wissen, wie man mit der Familie umgehen kann. Man kann innerhalb der Familie Späße machen. Ich glaube, all die Leute, die sagen, man darf sich über den Islam nicht lustig machen und man muss den Islam besonders behandeln, das sind genau die Leute, die zwar immer behaupten, der Islam würde zu uns gehören, aber gehört nicht zu uns. Denn würde er zu uns gehören, würden wir uns über ihn lustig machen können. Ja, das ist eine sehr schöne und wahrscheinlich richtige Sicht der Dinge. So habe ich es noch nicht gesehen, aber das kann tatsächlich so sein. Das spricht für eine gewisse innere Distanz, die man damit zum Ausdruck bringt. Absolut richtig, ja. Also was mich bei dieser ganzen Diskussion, diese Diskussion bringt mich immer irgendwie an den Rand des Wahnsinns, weil wir haben das ja in vielen Bereichen in diesem Land, dass Dinge passieren, über die einfach nicht geredet wird, weil irgendjemand diese Leute beschützen will.
Und es wird sofort von struktureller Gewalt gegen die geredet, wenn man sich negativ über diese Dinge äußert. Denn wir haben ja auch Muslime, habe ich in meinem Publikum sitzen, und es sitzen in Schwulenkneipen Muslime rum, die hier sehr wohl angekommen sind und einen guten Witz über sich vertragen können. Aber es gibt eben viele, die das nicht haben und die das nicht haben können, und über die müssen wir reden. Und ich frage mich immer, warum man das nicht macht, warum man dieses Problem nicht angeht, weil man den Islam beschützen will oder weil man der Meinung ist, wir grenzen den Islam dann aus. Nee, das tun wir ja nicht. Wir grenzen nur die Leute aus, die sich nicht an unsere Regeln halten, denn es gibt auch Muslime, die sich an unsere Regeln halten. Man sah das auch, was du sagst, ist richtig sehr schön hier an der Lokalberichterstattung in Köln. Kein Mensch hat über diese Angriffe auf die Türsteher berichtet. Hätte ich es nicht getan bei Twitter, wären nicht, oder X, wären nicht andere Journalisten auf die Spur gekommen und hätten darüber berichtet. Erst dann hat es die Kölner Lokalpresse getan, allerdings mit so einer es gibt ja in Köln im Grunde genommen nur einen Verlag, das ist der Verlag Dumont Schauberg, der besteht aus Kölner Stadtanzeiger, Kölner Express und Kölnischer Rundschau. Die haben ein Monopol. So, und wenn die nicht berichten, dann, ja, dann berichtet im Zweifel gar keiner. Die Bild-Zeitung hier lokal, die kann man im Prinzip nicht so richtig ernst nehmen, und ansonsten gibt es hier halt nicht mehr wirklich was. Wenn die nicht berichten, dann erfährt es keiner. Und sie haben nicht berichtet. Und als sie dann berichten mussten, weil mein Tweet ziemlich durch die Decke ging, da haben sie auch nicht berichtet, was es für Täter sind. Das haben sie entweder nicht recherchiert, obwohl sie alle Informationen hatten. Die haben sich bei mir gemeldet. Ich habe denen alle Infos gegeben, die ich auch der Welt gegeben habe. Was die Welt daraus gemacht hat, kann man im Weltartikel lesen, und man kann sich im Kölner Stadtanzeiger und im Express ansehen, was die daraus gemacht haben. Kein Hinweis auf die Täter, wer das ist, was das für ein Hintergrund ist. Absolut nichts dergleichen, sondern lediglich ein, sagen wir mal, distanzierende Bemerkung. Sie haben nämlich behauptet, ja, in sozialen Medien, das bin ich, damit war ich wahrscheinlich gemeint, in sozialen Medien sei spekuliert worden, der Angriff auf die Türsteher sei homophob gewesen. Das ist natürlich Quatsch. Ich habe nirgendwo geschrieben, dass der Angriff auf die stock-heterosexuellen Türsteher homophob ist. Das war er selbstverständlich nicht. Da wird dann ein Popanz aufgebaut, auf den eingedroschen wird, und wird so getan, als hätte ich irgendwelche Verschwörungserzählungen verbreitet und Theorien aufgestellt, die sich nicht bewahrheitet haben. Das stimmt aber nicht. Das habe ich nicht getan. Ich habe gesagt, es gab zwei verschiedene Dinge. Zum einen gab es auf der Straße eine homophobe Aktion, die ich beobachtet habe, wie zwei junge Transmenschen angerempelt wurden von einer Gruppe von Migranten, man muss es so sagen, und die dann sich in den Kotzfinger in den Mund gesteckt haben, also einer von denen, um den Jungs da zu demonstrieren, dass sie sie widerlich finden. So, das war eine niedrigschwellige, wahrscheinlich nicht strafbare homophobe Aktion auf der Straße, die ich beobachtet habe. Wir reden ja so viel über Mikroaggressionen heutzutage. Das war schon ein bisschen mehr als eine Mikroaggression, wenn auch vielleicht noch keine Straftat. So, und dann ist parallel dazu, gab es diese Übergriffe, diese Angriffe auf die Türsteher. Diese beiden Dinge habe ich einfach nur in Verbindung gebracht, weil sie Ausdruck eines gemeinsamen Phänomens sind, nämlich des Phänomens der Männergruppen, die da eben rumziehen und die aus irgendwelchen Gründen unbedingt schwul feiern wollen, aber wenn sie dann Schwule sehen, sie anrempeln und sich einen Kotzfinger in den Hals stecken oder noch Schlimmeres tun. Warum die das machen, weiß ich nicht. So, das ist jedenfalls, das ist passiert, deswegen habe ich diese beiden Dinge gemeinsam in einem Tweet geschildert. Und dann wird sich in der Lokalpresse eher darüber lustig gemacht. Und stattdessen, weil man ja irgendwie über den 11.11. berichten muss, wird ein Nazi-Eklat erfunden. Erfunden, muss man dazu sagen. Eine, ich glaube, Redakteurin des, ich glaube, es war der Express, hat beim Feiern einen Mann gesehen, wahrscheinlich irgendein Besoffener, der auf dem Laternenpfahl gekrabbelt ist. Und der hat da auch noch den falschen Arm zum Gruße gehoben. Allerdings nicht so, wie das 33 bis 45 gemacht wurde, sondern in ziemlich unkorrekter Haltung mit dem falschen Arm und hat einfach nur den Arm gehoben. So auch, genauso wie man es auch, wenn man Kölle Alarv macht, sagt, dann streckt man auch den Arm aus. So, und unten hat angeblich irgendeiner, der möglicherweise gar nicht dazugehörte, gesagt, oh, irgendwie irgendwas vom Führer. So, das war dann der Nazi-Skandal. Darüber gab es Kommentare. Ganze Artikel, Kommentare wurden darüber berichtet, über einen Besoffenen, der von der Laterne grüßt. Das muss man
vorstellen. Ja, Ralf, weil du das ansprichst, möchte ich das gerne konkretisieren, weil ich im Quartier Lateng wohne, also in genau dem Viertel, wo das alles passiert sein soll. Ah. Ja, und ich habe davon nichts mitbekommen. Ich habe das auch nur im Express gelesen und da stand wirklich über Stunden Nazi-Eklat auf Zülpicher Straße. Und da habe ich dann direkt einen Freund von mir angesimst, weil der ist DJ und der hat in einer Kneipe auf der Zülpicher Straße gearbeitet. Und der hat mir direkt zurückgeschrieben, er weiß davon nichts, er glaubt auch nicht, dass das passiert ist. Und er hat geschrieben, die Leute vom Express sind unglaubliche Spalter, die gehören alle bestraft, das hat nichts mehr mit Journalismus zu tun. Und da wollte ich eben genau wissen, was da passiert ist. Und dann habe ich im Express nachgeschaut und ich möchte mal den genauen Wortlaut vorlesen. Im Express stand um 11:31 Uhr Nazi-Eklat auf der Zülpicher Straße. An der geschlossenen Oma Kleinmann haben feiernde Straßenlaternen erklommen. Aus der Menge waren Führerrufe zu hören. Menschen zeigten den Hitlergruß. Als ich das gelesen habe, da war meine erste Frage sofort: Was bitte sind Führergrüße? Ich habe dann viele Freunde gefragt. Niemand konnte mir erklären, was ein Führergruß ist. Aber weil ich wusste, dass das alles vermutlich nicht stimmt, habe ich dann versucht, mir zu erklären, was denn da bitte passiert sein kann. Und da hat dann geholfen, dass da stand, dass das vor der geschlossenen Oma Kleinmann passiert ist. Weil, muss man wissen, Oma Kleinmann ist in Köln ein Traditionslokal. Aber viele Traditionslokale haben beschlossen, auf Karneval nicht mehr aufzumachen, weil seit Jahren der Kölner Karneval eskaliert. Das hat nichts mehr mit Tradition zu tun. Sehr oft ist das nur noch ein unappetitliches Saufgelage. Und da haben dann so die ersten traditionellen Kölner Kneipen gesagt, wir machen da nicht mit, wir machen an Karneval zu und eben auch Oma Kleinmann. Und da kann ich mir vorstellen, dass Folgendes passiert ist. Die ganzen enttäuschten Jecken haben vor Oma Kleinmann gestanden und die Türen waren zu. Und da haben die gesagt, das geht nicht. Und dann haben die protestiert und haben gerufen, aufmache, aufmache, me wolle viere, viere, viere. Und dann haben die die Hände zum Himmel gestreckt, viere. Und dann wird da irgend so eine dusselige Person vom Express gewesen sein, die hat nicht viere verstanden, sondern Führer verstanden. Und dann haben die doch ihre Hände zum Himmel gestreckt. Und dann wird der gedacht, also die rufen ja hier das Vierte Reich aus. Und so ist das dann alles passiert. Das ist so meine Erklärung. So ist das vielleicht passiert. Also war es nicht. Und die Polizei hat auch mittlerweile klar gesagt, dass da gar nichts passiert ist. Das war also ein völlig hysterischer Blödsinn im Express und im Stadtanzeiger. Das einzige Thema zum 11.11. war, überall lag Müll und dann der Nazi-Eklat. Das fiel denen ein. Also das sind die Prioritäten, die die setzen. Und das, was tatsächlich passiert ist, haben sie erst mit großer Verspätung berichtet und dann auch nur halbherzig und mit so einem Seitenhieb auf den nicht genannten Menschen in den sozialen Medien, aka ich, der angeblich behauptet haben soll, dass Leute, dass Migranten homophob auf Türsteher eingedroschen haben. Also das zeigt, mit was für lokalen Medien wir es hier zu tun haben. Auf die kann man nicht vertrauen. Die sind nicht in der Lage, ein solches Thema vernünftig aufzuarbeiten. Die Welt hat es dann tatsächlich sehr schön gemacht. Sowohl die DuMont-Schauberg-Medien als auch die Welt haben von mir die gleichen Ansprechpartner genannt bekommen in der scharfen Straße, nämlich einen Türsteher, der bereit ist zu erzählen und einen Wirt, der bereit ist zu erzählen, was da passiert. Man kann, wenn man sich die beiden Berichterstattungen ansieht, sehr, sehr, sehr schön sehen, was die einen daraus gemacht haben und was die anderen daraus gemacht haben. Und das ist bemerkenswert. Das Interessante ist aber doch auch, und für mich das Wichtige an der Sache ist, dass immer die Tat, es wird immer ganz furchtbar viel Fokus auf den Tat, auf die Tat gelegt. Das ist natürlich so eine homophobe Tat, ist natürlich auch nicht von schlechten Eltern, aber ich finde, es wird zu wenig Fokus auf den Täter gelegt. Zumindest, wenn er nicht ein Deutscher ist. Dann, und das zeigt sich auch in einem Gespräch, was ich mal hatte mit der Presse. Das ist ein paar Jahre her. Ich hatte mal eine Nummer, in der ich auf der Bühne erzählt habe, weil wir dieses Thema immer so totschweigen, was passiert eigentlich, wenn mit den Migranten dann ein paar Menschenfresser kommen? Also nehmen wir mal die Homophoben weg, sondern es kommen Menschenfresser. Dann würden wir nicht darüber sprechen dürfen, weil keiner darüber reden würde. Wir würden uns alle lange Ärmel anziehen, um nicht unnötig Appetit anzuregen.
Und da waren so Sätze drin, was nützt mir eine Armlänge Abstand, wenn gerade der Arm eine Delikatesse ist. Wir würden also durch Köln eiern und würden uns bedeckt kleiden. Währenddessen kämen Politiker und würden sagen, das sind keine Kannibalen, das sind anders essende Mitmenschen. Der Bundespräsident würde kommen und sagen, der Kannibalismus gehört jetzt auch zu Deutschland. Also es war eine sehr, 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 sehr schöne Nummer, die beschreibt dieses Schweigen im Blätterwald über diese Dinge. Und ich habe dann mal einen Journalisten gefragt, warum ich eigentlich in meinen Kritiken wird immer alles kritisiert und über alles wird gesprochen, aber nicht über dieses Muslim-Thema. Also da wird nie drüber geschrieben. Nichts Böses. Und ich habe nur einmal diese Mail bekommen von diesem einen Moslem da in Hamburg. Aber ansonsten schreiben die da nicht drüber. Und der hat mir dann gesagt, ja, das Thema halten wir außen vor. Wir schreiben bewusst nicht, wenn ein Komiker und Comedian oder Kabarettist sich dieses Themas annimmt, der Islam in Deutschland, dann sind wir angehalten, darüber nicht zu sprechen. Das ist jetzt auch wieder eine Verschwörungserzählung, aber ich kann es halt beweisen. Das ist verschriftlicht. Das steht im Pressekodex so drin, den haben die Journalisten sich freiwillig gegeben. Nur wenn die Nationalität oder Religion eines Täters eine Rolle spielt für die Tat, dann darf sie genannt werden. Und in der Auslegung der meisten Journalisten spielt sie eben nie eine Rolle, sodass wir die selten oder gar nicht erfahren. Und der Hintergrund dessen, und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, ist, dass sich die Journalisten sagen, die Öffentlichkeit ist ganz einfach für bestimmte Dinge nicht bereit. Sie kann das nicht verarbeiten vernünftig. Es würde die Öffentlichkeit oder Teile der Bevölkerung würden beunruhigt werden, wie mal ein Minister gesagt hat. So arrogant und dumm sehen Journalisten auf die Bevölkerung, auf ihre Mediennutzer herab. Sie glauben, sie sind zu blöde, die Wahrheit zu erfahren. Deswegen müssen sie vor der Wahrheit geschützt werden. Genauer gesagt müssen sie vor den Dingen geschützt werden, von denen die Mehrzahl der Journalisten jetzt einfach nicht will, dass sie öffentlich bekannt werden, weil sie einfach ihrer Bullabü-Ideologie widerspricht. Das ist das Problem. Und ich habe ganz eins noch dazu. Ich habe auch in diesem Punkt, ich habe mit einem Redakteur gesprochen, auch von so einem linken Blatt. Der Mann war 30, er war Volontär. Die haben nur den Volontär geschickt. Der war Jahrgang 93, habe ich später mal nachgeguckt. Und der wollte mir, als ich ihm gesagt habe, ich habe 25 Jahre lang nahezu ohne Probleme auf dieser Straße gefeiert. Und plötzlich ab 2015 habe ich, und das ist nicht übertrieben, ich habe wirklich mindestens 100 solcher Erfahrungen beobachtet oder selbst gemacht. Die Zahl 100 ist nicht übertrieben. Jedes Wochenende, wenn man da hinging, passierte irgendwas. Und ich habe ihm das erzählt und er meinte dann, ach ja, also er wüsste auch, und hat er wohl recherchiert, auch schon vor 20 Jahren ist da mal was passiert. Ich dachte, ja, einmal. Ich war nicht dabei, aber einmal und nicht jedes Wochenende dreimal. Und das ist die Einstellung. Und sich von jemandem, der Jahrgang 1993 ist, erzählen zu lassen, was auf einer Straße, auf der ich seit 1989 unterwegs bin, passiert ist, das ist schon hart, aber so läuft das leider. Ich finde, was mich aber total irritiert und wenn man die eine Sache versucht runterzudrücken, um keine Aggressionen im Land zu forcieren, das kann ich ja noch verstehen. Aber was ich eben immer empfinde, ist, du hörst ein so eine Nachricht oder du siehst an, nehmen wir an, die Demonstrationen, die pro-israel-palästinensischen Diskussionen und Demonstrationen, die wir gehabt haben. Du siehst es auf allen Straßen, man müsste darüber deutlichst berichten, aber dann kommt wieder eine Umfrage, wie viele Nazis wir in Deutschland haben und wie rechts Deutschland doch ist. Und das ist das, was mich so ärgert ist. Du spürst um dich herum immer irgendwelche Täter, natürlich wir Deutschen auch, aber und es wird immer relativiert. Ich fühle mich bei allen Themen, fühle ich mich immer mit einberechnet. Das ist das, was mich irre macht. Es sind immer die bösen Deutschen. Wenn es diesen Pressekodex gibt, Ralf Höcker, es gibt diesen Pressekodex, frage ich mich, warum immer wieder dagegen verstoßen wird. Nochmal, der Satz in der Welt lautet, sie wirken allesamt südländisch. Das ist rassistisch. Es ist nicht die Tatsache, welche Hautfarbe die haben, sondern woran die glauben.
Wenn jemand eine Tat begeht, ist es wichtig, woran er glaubt. Das heißt, das Erste, was ich wissen muss, ist, hat er einen religiösen Glauben? Ist er Moslem? Ist er Christ? Ist er vielleicht in irgendeiner Partei? Hat er eine politische Überzeugung? Also wenn ein Täter Moslem ist und vielleicht bei der Tat sogar auch noch Allahu Akbar gebrüllt hat, dann ist die Tatsache, dass er Moslem ist, das Erste und das Wichtigste, was jede Zeitung schreiben muss und nicht, dass er dunkelhäutig oder Südländer ist. Naja gut, also da muss ich den Weltredakteur ein bisschen verteidigen. Der Herr hat oder die Herren haben nicht Allahu Akbar geschrien, sie hatten auch jetzt keinen Gebetsteppich dabei. Sie sahen halt südländisch im Sinne von nahöstlich, südländisch, arabisch aus, hatten Vollbart, also so wie man sich einfach einen Migranten aus, sagen wir mal, Syrien, Irak vorstellt oder auch aus Nordafrika. Von daher finde ich es schon in Ordnung, wenn er an das Kriterium anknüpft, dass das nun einmal beschreibbar ist. Ich war ja auch ein paar Meter entfernt, ich habe auch die Stimmen nicht gehört. Ich kann also nicht sagen, welche Sprache gesprochen wurde. Und wie gesagt, sie haben sich nicht über ihre Religion ausgelassen. Aber man kann einfach aufgrund des Äußeren und aufgrund des Verhaltens bestimmte Schlüsse ziehen. Und es würde mich nun doch wirklich sehr wundern, wenn es sich bei den Herrschaften um Zeugen Jehovas gehandelt Eben. Haben soll. In den seltensten Fällen werden Homosexuelle von arabischen Christen und arabischen Juden zusammengemöbelt. Ganz Sondern genau. Wenn, dann sind es arabische Muslime. Und das Wichtige daran ist nicht, dass sie arabisch sind, sondern dass sie muslimisch sind. Und wenn sie dann auch noch ein gewisses Aussehen mit Bart und etc. haben, das sind dann ja auch wieder Moden, wie man sie dann im Islam findet. Also auch das ist dann nicht, so sieht der Araber aus. Nee, so sieht der Araber aus, seitdem er mehrheitlich an diesen Feldherren aus Mekka glaubt. Du ein kluger Mann. Du bist so ein kluger Mann. Warum geht man hier immer schlauer raus, als man reingekommen ist? So, aber weil wir gerade die Mikroaggressionen angesprochen haben, dieses lustige Wort Mikroaggression, Ralf, es kam von dir. Deine Aggression am Mikro, meinst du? Ja, die Mikroaggressionen. Da bin ich immer wieder baff erstaunt, welche Makroaggressionen durchgewunken werden. Wir haben jetzt darüber gesprochen, dass auf der schwulen Partymeile einfach mal Menschen zusammengemöbelt wurden. Und darüber wurde nur berichtet, weil, Ralf, du darüber auf X geschrieben hattest. Und das erinnert mich an die Silvesternacht 2015, die kein Skandal geworden wäre, wenn nicht auf Facebook es ein Netzwerk gegeben hätte, so hieß das Netzwerk dort, das Kölner Netzwerk, wo Frauen berichtet haben, was ihnen in der Silvesternacht passiert ist. Tagelang wurde versucht, das niedrig zu halten, dass darüber nicht berichtet wurde. Es wurde sogar versucht, dieses Netzwerk auf Facebook kurz zu stoppen, zu blockieren, dass dort nicht weiter berichtet werden kann. Irgendwann so am 6., 7. Januar des neuen Jahres war dann allen klar, was da passiert ist. Und in über 1000 Fällen hatte es auf der Domplatte Gewalttaten und sexuelle Übergriffe gegeben. Einer der größten Terrorakte gegen Frauen der letzten Jahre. Und darüber wurde nur berichtet, weil Menschen privat in Netzwerken darüber berichten konnten. Das war 2015. Ein Jahr vorher, 2014, wurden Rufe laut auf deutschen Straßen wie Jude, Jude, feiges Schwein, komm heraus und kämpf allein. Das war im Sommer 2014. In der gleichen Zeit wurden von muslimischen Menschen in Essen Rufe laut wie Adolf Hitler, Adolf Hitler. Und an anderen Orten wurden noch viel schlimmere Dinge gerufen, unter anderem Hamas, Hamas, Juden ins Gas und andere Geschmacklosigkeiten. Das war 2014. Homosexuelle werden zusammengeprügelt oder auf homosexuellen Partymeilen kommt es zur Gewalt. Frauen, Juden, Homosexuelle, wie viele rote Alarmlichter müssen noch angehen, bis die Leute wissen, es geht gegen den Westen? Tja. Das weiß ich auch nicht. Es liegt wohl an dieser Kategorisierung, an dieser Opferkategorisierung. Man steht als Schwule im Opferranking nicht ganz oben. Ganz oben stehen eben Moslems. Das ist so. Aus welchem Grund auch immer das so ist. Und nicht nur Moslems, auch andere, sagen wir mal, ehemals kolonialisierte Völker, die stehen alle ganz oben. Und als weißer Mann, der dazu noch, der nebenbei schwul ist, muss man sich da halt eben ein bisschen hinten anstellen, als Frau genauso. Da ist es einfach nicht so wichtig, wie man
möglicherweise leidet und welche Nachteile man erleidet, sondern da wird eben auf diejenigen geguckt, erst einmal, die in dem, mit dem Opferranking ganz oben stehen. Warum das so ist, muss man Psychologen fragen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, der Kay hat ganz am Anfang was sehr Kluges gesagt, als er erklärt hat, was der Unterschied ist zwischen queer und schwul. Denn die queere Politik ist eine sogenannte Identitätspolitik, wo Menschen einfach behaupten, ich kann bestimmen, wer und was ich bin. Wohingegen es in meinen jungen Jahren noch klar war, schwul bist du, das suchst du dir nicht aus. Weiß und schwarz bist du, das suchst du dir nicht aus. Identität ist das, was du dir nicht aussuchst, sondern wozu du dich verhalten kannst. Ich kann mich dazu verhalten, dass ich weiß bin, dass ich männlich bin, dass ich in der deutschen Sprache großgezogen wurde, dass ich, bevor ich meine Frau geheiratet habe, ich auch mit Männern unterwegs war, dass ich Lust empfinden kann für beide Geschlechter. Das sucht man sich nicht aus. Das ist einfach so, dazu kann man sich verhalten. Jetzt kommen aber Leute, die behaupten, genau das kann man sich aussuchen. Man kann sich aussuchen, ob man Mann oder Frau ist. Das heißt, die Identität ist auf einmal ein Sprachakt. Und das ist kompletter Blödsinn. Die Freiheit bedeutet, sich zu dem zu verhalten, was man sich nicht aussuchen kann. Das heißt, die Verantwortung, in die man hineingeworfen wird, ist wichtig dafür, dass ich mich überhaupt freiheitlich verhalten kann. Und all das wird genichtet. Und stattdessen behaupten wir jetzt, eine Überzeugung wäre eine Rasse. Ich höre ja immer anti-muslimische Aussagen oder Islamkritik wäre Rassismus. Als wäre es Rassismus, gegen eine Ideologie zu gehen. Das ist Aufklärung. Rassismus ist, wenn ich sage, deine Herkunft ist das Problem. Dass du schwarz oder weiß bist, ist das Problem. Aufklärung ist, das, woran du glaubst, ist das Problem. Denn das Witzige ist, das kannst du ändern. Deine Hautfarbe und dein Geschlecht kannst du nicht ändern. Ich habe da eine differenzierte Meinung, mit der ich dich möglicherweise erschrecken werde. Bitte. Aber es endet gut. Das sage ich dir schon mal perfekt. Ganz grundsätzlich ist es so, Worte sind Schall und Rauch. Das ist das eine. Und sie sind vor allem... Wir können sie frei wählen, wie wir Dinge beschreiben oder benennen. Wir finden eine Welt vor, die sehen wir und hören wir und riechen wir. Und wir müssen sie irgendwie kategorisieren und müssen sie in Schubladen einordnen, die Dinge, die wir sehen, einsortieren. Und darauf schreiben wir dann Etiketten. So, und dann gibt es Biologen, die sich darüber streiten, ob das, was weiß ich, nördliche und südliche Breitmaul-Nashorn jetzt eine Art ist oder zwei Arten. Ich weiß nicht, ob es den Streit gibt, aber nehmen wir mal an, es gibt ihn. Und dann gibt es zwei Paar Hufer. Irgendjemand hat gesagt, es gibt zwei Paar Hufer. Das hätte man auch anders machen können. Man hätte auch sagen können, es gibt zwei Beiner. Und das heißt, Pinguine, Kängurus und Menschen gehören alle in die Art der Zweibeiner. Wenn man das hätte machen wollen, hätte man das so können. Wir als Menschen haben diese Freiheit, die Welt so zu beschreiben, wie wir wollen. Da gibt es niemanden, der irgendwo ein Regelwerk mal verfasst hat, jedenfalls nicht, wenn man nicht gläubig ist, der ein Regelwerk verfasst hat und gesagt hat, das ist jetzt das nördliche Breitmaul-Nashorn und das ist bitteschön eine andere Art als das südliche. Das gibt es nicht. So, also wir überlegen uns selber, wie wir die Dinge beschreiben. Und wenn ich sage, ich gehöre mit Pinguinen und Kängurus zu einer Art der Zweibeiner, dann kann ich das als meine Privatmeinung haben. Der Punkt ist nur, kann ich verlangen, dass andere diesen Quatsch übernehmen? Und das kann ich eben nicht. Diese Sachen müssen irgendeinen Sinn ergeben. Würde es irgendeinen Sinn ergeben, wenn es die Menschheit weiterbringt, die Tierart der Zweibeiner zu erfinden und Kängurus und Pinguine und Menschen in diese Gruppe einzusortieren, dann bin ich der Erste, der sagt, jawohl, ich will die Zweibeiner-Art haben. Ich will sie haben, ich will, dass das in allen Schulbüchern drinsteht, denn es ergibt Sinn. Aber wenn es keinen Sinn ergibt oder wenn es sehr wenig Sinn ergibt, dann sollten wir es nicht tun und auf gar keinen Fall sollten wir dann irgendjemanden zwingen, es zu übernehmen und ihm auch noch 10.000 Euro Geldstrafe auferlegen, wenn er dann irgendein falsches Pronomen verwendet. Das geht zu weit. Wenn ich ein 10 Meter großes Schaf sein möchte ab morgen, dann bin ich ab morgen ein 10 Meter großes Schaf in meiner Wahrnehmung. Wenn meine Tochter, die ist 3 Jahre alt, zu mir kommt und sagt, sie ist eine Prinzessin, selbstverständlich ist sie dann eine Prinzessin.
Das akzeptiere ich. Ich spreche sie dann so an für 5 Minuten und dann ist sie wieder ein Pinguin. So, oder eine Zahnfee oder was weiß ich was. Das ist völlig in Ordnung für mich, aber ich möchte nicht gezwungen werden von irgendwem, das so machen zu müssen. Ich möchte es freiwillig tun, weil ich es für sinnvoll halte. Aber dann, Ralf, möchte ich kurz darüber sprechen, dass du freiwillig Mitglied warst bei der Vereinigung der Schwulen und Lesben in der CDU oder Das ist Schwul-Lesbische Union oder wie heißt der Verein? Das hieß LSU oder heißt immer noch so, Lesben und Schwule in der Union. Als ich beigetreten bin, hieß das sogar noch Schwule Christdemokraten. Ich habe noch eine einstellige Mitgliedsnummer oder gehabt. Ich bin ausgetreten. Die fragen mich, ob ich wieder eintrete. Ich überlege mir das, aber ich weiß nicht, ob ich es. Ich würde meine Mitgliedsnummer wiederbekommen, hat man mir gesagt. Ich bin vor ein paar Jahren aus allen politischen Organisationen ausgetreten, weil ich gemerkt habe, Anwalt und Vater, das reicht. Damit kann man die Welt auch ein bisschen besser machen. Aber ich habe tatsächlich in die LSU nicht mitgegründet, aber ich war eines der allerersten Mitglieder, ganz kurz nach der Gründung beigetreten und habe dort mich für die Öffnung der Ehe für alle engagiert und habe einen Parteitag, nicht Parteitag, eine Mitgliederversammlung so gedreht, dass gegen den Willen des damaligen Bundesvorstands ich das hinbekommen habe, dass wir die Öffnung der Ehe für alle gefordert haben. Daraufhin ist der halbe Bundesvorstand der LSU damals zurückgetreten, weil das alles Leute waren, die meinten, nein, die Ehe ist ein Sakrament und es wäre ein Sakrileg, wenn man das für Schwule und Lesben öffnet. Ich bin froh, dass ich das damals gemacht habe. Ich habe damit einen kleinen Beitrag geleistet für die Gleichberechtigung von Schwulen und Lesben. Selbst Volker Beck hat mir damals mal gedankt. Er dankt mir heute nicht mehr immer. Aber er meinte, es war gut, dass wir das gemacht haben, denn damit konnte er zeigen, dass die Grünen nicht die Einzigen sind, die diese Forderung aufgestellt haben. Ich war damals in meiner Selbstwahrnehmung einer der Linkesten in der CDU. Heute bin ich offenbar am rechten Rand, weil ich sage, Migration ist nicht toll und ich gender nicht. Damit ist man heute in der CDU schon rechts. Warum ich das anspreche, ist, ich kann mich noch daran erinnern, dass damals so in den 90ern, wenn man da hörte, es gibt Konservative bei der CDU und es gibt eine Union von Lesben und Schwulen, dann wurden immer so Worte laut, wie kann man denn homosexuell sein und die CDU wählen? Das geht doch überhaupt nicht. Und dann wurde darüber lang und breit diskutiert. Wir leben im Jahre 2023 und es gibt Queers for Palestine. Das heißt tatsächlich Leute, die sich für eine Gruppierung stark machen, die, sagen wir mal, Homosexuelle nur auf einem Dach tolerieren können und auch nur, damit sie die dann runterschubsen können. Kay, was ist da los? Ich glaube, das ist Weltretteritis. Das ist irgendwie Weltretteritis. Also das, ich kann auch das unterschreiben, was Ralf vorhin sagte. Ich finde ja, jeder kann und darf und soll wirklich jeder sein und jeder soll auch seine Meinung haben. Aber irgendwie ist es auf den Kopf gestellt. Und das ist, ich komme ja von diesem Ding nicht los, dass man Täter benennt. Wir werden das nie ändern, wenn wir nicht vehement sagen, die Welt steht auf dem Kopf. Wir müssen die wieder auf die Füße stellen. Wir werden das nicht los. Nochmal Habe Kerkeling. Warum sagt Habe Kerkeling, er zieht von Berlin nach Köln, weil er sich in Berlin nicht sicher fühlt? Warum fühlt er sich nicht sicher? Das ist doch wichtig, das zu sagen. Warum fühlt er sich nicht sicher? Ich verstehe das nicht. Happe Kerkeling ist ein gutes Beispiel, weil Happe Kerkeling war damals Opfer der Outing-Kampagne von Rosa von Braunheim. Dem Rosa von Braunheim, einem Regisseurin, einem Künstler, war es irgendwann zu viel, dass es so viele Homosexuelle gab, die nicht zu ihrer Homosexualität gestanden hatten, weil sie halt fürchteten, dass es ihrer Karriere schaden könnte. Und dann haben die sich einen heterosexuellen Anstrich gegeben. Und dann war Happe Kerkeling eben mit Isabel Varell, Leon oder was da. Kennst du den Begriff der Sandfrau? Nein. Schwule, das ist Sandfrauen, das sind prominente Schwule, die nicht möchten, dass jemand weiß, dass sie schwul sind. Die nehmen sich Frauen mit auf öffentliche Anlässe, damit die allen Anwesenden Sand in die Augen streuen. Das sind Sandfrauen. Kommen da die Gabis her, die Ralf beschrieben hat? Sind Gabis eigentlich arbeitslose Sandfrauen? Nein, nein. Die Gabis kann man nicht mit auf Veranstaltungen nehmen. Die sind dick und unansehnlich in der Regel. Gabis, also Gabis, Gabis sagen tatsächlich, wie Ralf das sagt, Gabis sind Frauen, die sagen,
Ich fühle mich mit den Schwulen, also ich gehe gerne mit den Schwulen weg, weil die sind immer so nett, was ja schon mal eine Lüge ist, weil Tulpen sind nie nett oder selten. Zumindest nicht zueinander. Und dann sagen diese Gabis, das Schöne ist, man fühlt sich als Frau, wenn man mit Schwulen weggeht, fühlt man sich auch so sicher. Und ich behaupte aber, das sind Frauen, die sind überall sicher. Also denen passiert irgendwas. Ihr merkt, da, gerade das ist so ein bisschen mehr mein Element. Ich komme da manchmal, ich bin einfach immer entsetzt. Und ich glaube, du wolltest gerade auf einen guten Punkt bringen, Gerd. Ich bin einfach immer entsetzt, weil wir ja in einem Land leben, in dem man alles sagen darf. Und ich verstehe einfach nicht, warum. Also ich kann doch verstehen, dass Leute sagen, du verletzt mit deinen Gags irgendwelche Gefühle. Meine Ansicht ist ja dann bleib zu Hause. Fuck you, if you can't take a joke. Aber wenn es um Straftaten geht, also um Verbrechen geht, ich begreife das nicht, warum man das nicht beim Namen nennt. Und wenn es schon die Politik nicht tut oder die Medien es nicht tun, weil sie ideologisch verseucht sind, dann frage ich mich, warum es die Opfer nicht tun. Also, Happy Jackeling, warum sagen die Opfer nicht, mir ist das und das passiert, das und das passt mir nicht? Warum muss der kleine Kasper aus Osnabrück, warum muss der das tun? Oder warum, ich habe da überhaupt kein Problem mit, die Dinge beim Namen zu nennen. Ich überhaupt nicht. Ich wünsche mir eine Welt, in der alle Leute alle Dinge beim Namen nennen. Und ich verstehe es einfach nicht, warum das Du nicht hast passiert. auch keine Angst davor, gecancelt zu werden. Andere, die fett im Business sind, haben diese Angst. Und nicht nur Leute, die fett im Geschäft sind, sondern Leute, die gerne geliebt werden wollen. Und zwar von allen. Es gibt wahnsinnig viel Feigheit. Also es ist nicht nur komische Ideologie, sondern selbst Leute, die vernünftig und richtig denken, trauen sich oft nicht, das Maul aufzumachen, weil sie einfach glauben, dass es für sie persönlich Nachteile gibt. Die Feigheit Aber ist ganz enorm. Henrik Broder wurde ja mal. Man hat ja mal gesagt, auf die Frage, wie konnte man damals als normaler Bürger zulassen, dass es so weit kommen konnte im Dritten Reich? Und er hat gesagt, weil die Leute damals waren, so wie ihr heute. Und genau so ist es. Die Feigheit ist schon ganz enorm. ja, also ich weiß das, das höre ich immer wieder, aber ich frage mich, wo denn diese vermeintliche Liebe ist, die diese Leute, die dann geliebt werden wollen. Der sitzt dann in der Talkshow, wieder Habe Kerkeling, sitzt dann da in der Talkshow, sieht übrigens mittlerweile aus wie Viktor Orban, sitzt da in der Talkshow und spürt da Liebe. Also da muss ich dir ganz ehrlich sagen, wenn ich dann in Sulingen spiele, wo ich gestern war, wo nur 120 Leute gewesen sind, weil ich überall gecancelt werde, dann verspüre ich da wesentlich mehr Liebe. Und ich verspüre wesentlich mehr Liebe, wenn ich zum Beispiel mit euch rede, weil ich weiß, wir sind uns irgendwie nahe und wir ticken irgendwie gleich. Und wir versuchen, die Welt also gerecht zu sehen. Da spüre ich wesentlich mehr Liebe. Ich bin neulich wieder gecancelt worden, übrigens von einer Agentur, die in den Städten die komische Nacht machen. Die haben ein Jahr nicht mit mir geredet und ich bin ein Jahr dran geblieben und habe gesagt, ich werde euch immer wieder anrufen und fragen, wo ist das Problem? Zum Schluss war es das Problem, weil ich Negerkuss sage auf der Bühne. Das Interessante ist übrigens, diese Agentur heißt, mit uns kann man reden. Also, das sind die, die mich da rausgeschmissen haben. Ich empfinde total viel Liebe, indem ich so bin, wie ich bin und die Dinge beim Namen nenne. Und die Leute geben mir diese Liebe zurück, weil die sagen, endlich sagt's mal einer, dass ich hasse diese Floskel, aber das geben mir die Leute zurück. Und deshalb verstehe ich nicht, es wäre ein total vernünftiges, friedfertiges Land, wenn wir alle über alle Sorgen und über alle Probleme reden würden. Und wenn momentan der Islam das Problem ist, dann müssten wir darüber sprechen. Nichts ist leichter, als darüber zu reden. Und ich frage mich, wie man sich gut fühlen kann, wenn man im Fernsehstudio sitzt und sagt, ich ziehe aus Berlin weg, weil ich bin da nicht mehr sicher. Aber ich sage nicht, warum bin ich da nicht sicher? Was? Dann würde ich mich doch wohlfühlen. Dann würde ich nach Köln gehen und sagen, so, ich habe es jetzt gesagt. Deswegen habe ich das Beispiel mit Rosa von Braunheim gebracht, weil es gab ja mal eine Zeit vor Jahrzehnten, da haben Leute um 1 Uhr nachts in der Küche sich dann geöffnet und haben gesagt, ich bin auch einer von
denen. Ich gehöre auch dazu, aber sag das nicht, das könnte meiner Karriere gefährlich werden. Und da kam eben Rosa von Braunheim und hat gesagt, ich habe die Schnauze voll, ich oute euch jetzt. Und ich frage mich manchmal, ob wir heute wieder so einen Rosa von Braunheim brauchen, denn jetzt erlebe ich es, dass Leute zu mir kommen, auch wieder nachts 1 Uhr in der Küche und sagen mir, ich sehe das ja genauso wie du. Aber ich traue mich nicht, das zu sagen, weil das könnte meiner Karriere gefährlich werden. Und da weiß ich dann immer nicht, ob ich das nicht noch fast schlimmer finden soll, weil das ist so eine Feigheit. Weißt du, du weißt, dass es falsch ist, aber du sagst es nicht, weil ich kann's auf einer menschlichen Ebene verstehen, aber ich finde diese Feigheit dennoch falsch. Und das hat folgenden Effekt, um nochmal Bruder zu zitieren, das hat diesen Effekt, wo du das vorhin sagtest, Bruder hat auch so etwas in der Art gesagt, wie die Deutschen sind so sehr damit beschäftigt, den letzten Holocaust nachträglich zu verhindern, dass sie den nächsten billigend in Kauf nehmen. Und genau das trifft es eigentlich auch, dass wir sagen, also es ist doch unglaublich, dass wir sagen, nie wieder, du hörst das in einer Tour, nie wieder und das darf es nicht und nicht ausgrenzen und Antisemitismus auf keinen Fall. Der Stern hat über mich geschrieben, weil ich von meiner schottisch-schwäbisch-jüdischen Patentante erzählt habe und die eben sparsam ist, weil sie schottisch-schwäbisch-jüdisch ist, hat mich in die antisemitische Ecke geschickt. Jetzt aber, wo es darum geht, pro-palästinensische Demonstrationen zu benennen und auch das Problem zu benennen, jetzt ist wieder Ruhe im Schacht. Und wo wir doch alle wissen, wo uns das alles mal hingebracht hat, ich verstehe das nicht. Und deshalb unterschreibe ich das auch total, was du da sagst, Gerd. Diese Tuschelei, das höre ich ja auch nach meinen Shows, dass die Leute dann sagen, wie ist das so schlimm? Die denken dann, wenn ich sage, dass wir Mails bekommen oder dass wir den Aufkleber von unserem Auto abmachen möchten, wo drauf steht Kay Ray, diesen Aufkleber machen wir jetzt ab, weil wir einfach Angst haben, dass der Wagen irgendwann zertrümmert ist. Oder wir stecken uns jetzt Tränengas in die Tasche, wenn wir das Theater verlassen. Und das alles nur, weil ich Witze mache. Und ich empfinde es nicht im Geringsten, ein Problem damit sagen zu können, was ich will, weil ich habe 120 Leute vor mir, die sich über diese Sachen amüsieren und die das genauso sehen, die aber erschrocken darüber sind, was alles passiert. Und es liegt daran, weil diese Leute nicht genug Menschen haben, die ihnen Mut machen und sagen, sprich über die Probleme und über die Sorgen. Geh nicht in dieses Hinterzimmer und setz dich in die verdunkelte Küche und rede über Dinge, die dir nicht gefallen. Wir leben in einem Land, wo eine junge Generation von Homosexuellen sich gar nicht mehr vorstellen kann, dass es in diesem Land eine Zeit gab, wo man schwul feiern gehen konnte, ohne Sicherheitspersonal. Dass also eine sicherere Zeit für Homosexuelle in der Vergangenheit liegt. Das ist doch völlig absurd. Und wir nehmen das einfach hin. Ja, weil es eine schleichende Entwicklung ist. Es ist eine schleichende Entwicklung, über die nicht berichtet wird, vernünftig, und die Leute gewöhnen sich daran, Stück für Stück. Das ist wie mit dem Frosch, der in dem Herd in dem Kochtopf sitzt, und man macht den Kochtopf an und es wird immer ein Grad wärmer und ein Grad wärmer und er bleibt im Kochtopf sitzen, bis er gekocht ist. So läuft es, und irgendwann kocht es halt. Darf ich kurz bei diesem Bild noch eine Frage stellen an die Runde? Was macht ein schwuler Frosch, wenn er in einen Rundtopf fällt? Er schmeißt zuerst die Pflaumen raus. Entschuldigung. Das ist braun und fliegt durchs Kinderzimmer, die Toffifee. ich wollte noch mal... Entschuldigung. Ich glaube, dass aber diese Schwulenfeindlichkeit, jetzt lass uns da noch mal wieder, die Täter, die Schwulenfeindlichkeit kommt die natürlich... Vom Islam, also sehr viele Migranten sind deshalb, weil das mit dem Islam Homosexualität nicht vereinbar ist. Aber da sind wir wieder bei Herrn Lehmann. Ich glaube, dass auch unter uns Christen und unter uns Deutschen die Schwulenfeindlichkeit gerade wieder ein bisschen nach oben geht, ja, weil wir die einfach nerven. Und ja, aber das na, nicht wir, na, na, nicht wir, sondern diejenigen, die eben diese Queer-Ideologie sich genau, ausgedacht haben. Ich glaube, dass es völlig unproblematisch war, noch vor einigen Jahren. Also als Schwule hatte man wirklich kaum noch Probleme. Ich erinnere mich an meine Zeit vor über 20 Jahren. Da habe ich mal von meinem
damaligen Chef gehört, dass er einen Schwulen nicht einstellen kann, weil er würde niemanden einstellen, von dem er weiß, dass er hier nicht befördert werden kann in der Firma, wo ich damals gearbeitet habe. So etwas ist heute, glaube ich, nicht mehr denkbar. So finden die empfinden die Leute auch nicht mehr. Das ist irgendwie durch. Das Problem ist, dass jetzt die letzten Reste von gefühlter oder tatsächlicher Diskriminierung riesig aufgeblasen werden und dann eben dieser ganze Queer- und Trans-Ideologie Krimskrams damit verwoben werden und mit Black Lives Matter sollen wir am besten auch noch irgendwas zu tun haben. Das geht den Leuten auf den Keks. Verbote, bestimmte Begriffe nennen zu dürfen und sonst muss man 10.000 Euro zahlen. Das geht alles zu weit. Und das führt dazu, dass auch Transsexuelle heute ein Problem haben. Ich glaube, dass vor 10 Jahren wir schon so weit waren, dass die wenigsten Leute selbst mit Transsexuellen noch ein ernsthaftes Problem hatten. Diese Antipathie, die jetzt plötzlich entsteht, die ist etwas Neues wieder. Die gab es früher nicht. Ich glaube, vor 10 Jahren, da dachte man sich über Transsexuelle, okay, das sind Männer, die sind im Körper einer Frau geboren oder umgekehrt. Das ist bedauerlich, aber man kann denen ja helfen und man hätte aus Höflichkeit immer deren Wunsch respektiert, als Mann oder als Frau angesprochen zu werden. Jetzt kommen sie aber und sagen, du musst das tun, sonst kommst du in den Knast so ungefähr. Und dann werde auch ich wieder borstig und sage, nee, dann mache ich es gerade nicht. Dann habe ich keine Lust dazu. Und das ist das Problem. Also dieses völlige Überdrehen, dieses völlige Überzeichnen, das führt zu einem Widerstand. Und das führt letztlich dazu, ja, wie du schon sagtest, dass wir die Leute nerven, die Leute glauben, dass auch Schwule, dass Bisexuelle allesamt damit in ein Boot zu werfen sind. Sind wir aber nicht. Und deswegen sage ich ganz klar, wie auch Jens Spahn vor kurzem, gay, not queer, ich bin nicht queer, ich will nicht mal wissen, was das ist. Ich bin auch kein Cis-Mann übrigens, ich bin ein Mann. Und ich glaube, genau das ist nämlich das Problem und damit hat das alles angefangen. In dem Moment, wo man behauptet hat, Identität ist etwas, das man sich aussuchen kann. Ich kann mir aussuchen, ob ich Mann oder Frau bin, habe ich gesagt, dass man das eben ändern kann. Das heißt, in dem Moment, wo jemand entscheiden kann, ob er Mann oder Frau ist, kann man jemanden auch rausschmeißen und kann jemandem seine Identität absprechen. Und das erleben wir ja. Sobald sich jemand nicht so verhält, wie man es politisch für richtig hält, schmeißt man ihn raus aus seiner Identität. Dann sagt man, du bist kein echter Homosexueller. Du bist nicht in Wirklichkeit schwarz. Du bist das schwarze Gesicht der White Supremacy. Oder du bist in Wirklichkeit keine Frau. Du bist eine TERF oder du bist irgendwas anderes. Und das Ganze fing damit an, als wir gesagt haben, ein Mensch kann sich seine Identität selbst aussuchen. Und da stellen wir damit, dass man das ändern kann. Und wenn man es ändern kann, kann man es auch mit Zwang ändern. Und dann kann man eben eine Person auch rausschmeißen. Und befeuert wurde das Ganze und das ganze Rad kam ins Laufen, weil wir umgeben sind von Berufsschwulen, sogenannte Ganztagshomosexuelle, deren einziger Job darin besteht, diesen queeren Zeitgeist hochzuheben und ihn anderen aufzudrücken. Ich habe gestern Abend diese Show gesehen, das große Promi-Büßen. Und da stand bei mir also eine Frage. Da sitzen dann irgendwelche Promi-Künstler und müssen sich dann ihrem schlechten Benehmen stellen, also ihren Verfehlungen stellen. Lassen ihre Frauen die Wohnung putzen und sie selber machen nichts. Und die Instanz war, also die göttliche Instanz, die darüber geurteilt hat, war Olivia Jones. Wo ich dann denke, jetzt bringt Olivia Jones heterosexuellen Promi-Big Brother-Hängern bei, wie die zu leben haben. Und ich verstehe das, sind jetzt die Queeren, also Ganztagsschwule und Berufsschwuchteln, das sind jetzt die besseren Menschen. Die urteilen jetzt, die setzen sich jetzt bei Big Brother und gucken, wer da aus dem Container kommt, weil die wissen, wie man zu leben hat. Also das ist völlig abgedreht. Und für jemanden, der mit den Schwulen gar keine Berührung hat, der sagt, ich lasse mir doch von der Fummeltante jetzt nicht sagen, wie ich zu leben habe. Das ist völlig irre. Mit anderen Worten, Olivia Jones war eine woke Umerziehungslager-Tante, Genau. die jetzt einfach mal entschieden hat, was richtiges Benehmen ist.
Ganz genau. Und der arme heterosexuelle Hänger muss sich jetzt entschuldigen. Und bei mir kommen dann immer sofort Fragen auf und denke, du hast kein Kind? Hast du überhaupt einen Partner? Lebst du überhaupt in einer Partner? Was gibt dir das Recht? Oder wieso bist du jetzt die moralische Instanz? Weil du falsche Wimpern trägst und Ganztagsschwuler bist oder was? Ich verstehe das nicht. Ja, ist es vielleicht genau das, was die wollen? Die wollen Macht. Die wollen Macht über andere Menschen. Die wollen Menschen erziehen. Wohingegen, wenn ich in deinen Shows bin, du willst die Menschen nicht erziehen. Und ich glaube auch, ich weiß, woran es liegt. Und das klingt ein bisschen pathetisch, aber ich glaube, das ist wirklich der Grund, weil du die Menschen liebst. Du liebst die Menschen auch in ihrer Schwäche, mit all ihren Schwächen, die sie haben. Dir käme das gar nicht in den Sinn, die zu erziehen, sondern einfach, komm, wir sind alles Menschen, wir haben alle unsere dunklen Seiten. Jetzt sind wir hier, können übereinander lachen. Es ist alles halb so schlimm. Das Leben ist schön. Und ich glaube, so Menschen wie Olivia Jones sind anders. Tief drin hassen die Menschen. Das sind die Leute, die denken sich eine Ideologie aus. Und wenn die Ideologie dann nicht klappt, sagen die, ja, meine Ideologie ist ja ganz toll. Nur der Mensch ist das Problem. Deshalb, so wird ja auch ein Schuh draus, weshalb ich dann immer so ins Wankeln komme, wenn es darum geht, die Täter zu benennen. Wenn wir also sagen, es sind Südländer oder es sind, warum können wir nicht einfach sagen, da sind drei Muslime gewesen, die haben da Schwule geklatscht. Wir würden ja auch sagen, da sind drei Deutsche gewesen, die haben die Schwulen geklatscht. So, also, wenn man wüsste, dass die Leute in der AfD sind oder auch nur eine Tante haben, die AfD wählt und sie die einmal im Jahr zu Weihnachten treffen, dann hätte das in jeder Zeitung gestanden. Ja. So, Ralf, du hast zu Anfang gesagt, du hast nur 30 Minuten geschlafen. Du weißt nicht, ob du es länger als 20 Minuten aushältst. Du redest jetzt weit über eine Stunde mit mir. Danke, dass du es noch geschafft hast. Kate, danke, dass du es auch geschafft hast. Es war ein tolles Gespräch. Ich breche jetzt einfach ab, obwohl wir noch stundenlang weiterreden könnten. Aber das können wir ja mal zu einem anderen Zeitpunkt mal wieder machen. Mir hat das Gespräch sehr viel Spaß gemacht. Und Ralf, du kannst schlafen gehen. Vielen Dank, Ralf Höcker. Vielen Dank, Kay Ray, für das wunderbare Gespräch. Danke dir. Ralf, du hast es geschafft. Du bist nicht eingeschlafen. Ich bin ziemlich müde. Ich gehe jetzt. Ja. Dann schlaf schön. Darf man gute Nacht sagen, wenn es morgens ist? Darf man da gute Nacht sagen? Ja, das darf man. Gut. Okay, wir sehen uns in einer Woche. Ne? Und, ja, ich freue mich. Ja, danke. Das wäre sehr schön. Oh, das wäre sehr schön. Und das letzte Mal hatten wir ja einen betrunkenen, sternagelvollen Typen da und den habe ich da reingebracht. Den habe ich auf der Straße, also wirklich, wie heißen diese Leute, die in Hamburg vor der Ritze stehen oder so, vor diesen Läden? Koberer. Genau, ich war ein Koberer. Ich habe gesagt, kommt da hier rein, Mensch, wie kommt da hier? Super Frauen und super lustig. Und die haben ein Ticket gekauft. Und, ja, du bist ein Satz. Ja, Gerd, du bist natürlich auch eingeladen, Gerd, wenn du kommen möchtest. Ich ziehe mich gerade bereits aus. Ich glaube, das möchtet ihr nicht mehr sehen. Ich bin mal weg. Mach's du bist gut. Mal weg. Typ. Oh. Tschüss. Und für all die Leute, die Kay Ray mal live sehen wollen, die können dies tun. Ich nenne einfach mal die großen Städte in den nächsten Tagen. Am 25. November in Köln, am 30. November in Hamburg, am 1. Dezember in Erfurt, am 3.12. in Freiburg. Und wenn Sie wissen möchten, ob Kay Ray auch in einer Stadt Ihrer Nähe ist oder vielleicht sogar in Ihrer Stadt persönlich, einfach auf seine Seite gehen, www.kray.de, Kay Ray, K-A-Y-R-A-Y. So. Dankeschön. Ja, natürlich.